US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Rede in Warschau die Stärke der NATO hervorgehoben. Gleichzeitig warnte er Russland vor einem Angriff auf das Bündnis. Man werde jeden Zoll des NATO-Gebiets verteidigen, sagte Biden. Biden sprach vor dem Königsschloss anlässlich des bevorstehenden Jahrestags des Beginns des russischen Angriffskrieges. One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. Biden sagte, der russische Präsident Wladimir Putin habe bezweifelt, dass die NATO nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vereint bleiben könne. When President Putin ordered his tanks to roll in Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong. He thought he'd get the Finlandization of NATO. Instead, he got the NATOization of Finland. Biden hielt seine Rede nur 24 Stunden nach einem historischen Überraschungsbesuch in Kiew. Er kündigte die Verhängung neuer Russland-Sanktionen noch in dieser Woche an und versprach Gerechtigkeit für die Kriegsverbrechen, die von Russen weiter begangen würden.